Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir sind hier unterwegs im Norden auf der Suche nach Loot. Hau bloß ab, ihr Mistviecher. Du auch. Okay, den habe ich in Nirvana gejietet. Kannst du dich nicht auf meine Speere legen? Die möchte ich gerne noch mitnehmen. So, bin ich irgendwie einen verloren, egal. Aber direkt neu gecraftet, passt schon. Daishahan, natürlich ist sie da oben. Aber gut, da kann man hinklettern, alles gut. Ja, wie man weiter im Norden. Ich will eigentlich den Norden als nächstes abschließen und auf den Weg uns machen nach, oder zu Udam. Da ist die Daishahan schon. Ja, und was soll ich jetzt tun? Könnt ihr aufhören, meinen Doggo zu ärgern? Also die haben die richtig zerfleischt, ey. Komm her, hier. Schmeckel. Hat der hier nicht getroffen? Ach Mist. Wo ist mein Speer hier gelandet? Keine Ahnung wo. Das Höhlenbären, ey. Du willst wahrscheinlich was zu essen haben. So, ich würde sagen, neu craften. Dann nach hier unten. Da haben wir noch eine Dorfmission. Blöden Mistviecher. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen, mein Doggo. Hier wäre noch ein Speer gewesen. Habe ich jetzt zu spät gesehen. Egal. Das ist, glaube ich, einfach Schiefer hier, ne? Ich meine, ja. Schiefer, ja. Aber wir kriegen Feuerstein, ne? Brauchen wir anscheinend für unsere Speere, oder? Nordseder, Hartholz brauchen wir auch anscheinend noch. Warum habe ich so viel Hartholz verbraucht? Ach ja, stimmt, ich habe ja 4 Speere gemacht. Kostet jeweils mindestens ein. Dank. Was hier schön ist? Das ist wie ein Lager, aber irgendwie nicht so richtig. Was bist du denn? Warum ist hier ein. Warum ist hier sowas? Hä? Also ich würde es cool finden, wenn der Speer ein bisschen mehr Schaden machen würde. Ich hoffe, hier waren mal die Leute rein, da passiert nicht. Also hier ist ein Lager vor. Warum ist hier so ein Alarmhorn? War hier eine Mission? Wahrscheinlich, ne? Oh, haut doch bloß ab, ihr blöden Doggos. Meine Güte. Also die loote ich nicht mal mehr. Das lohnt sich aber nicht. Hier die kleinen Tapire. Hier gibt es noch das pinke Zeug. Da machen wir nicht so viel. Das nehme ich mit. So. Schön. Speeren alle. Klein. Ja, ein bisschen feini, ne? Aber ich möchte dich gar nicht streicheln. Ich wollte eigentlich nur looten. Da ist noch der letzte von den beiden. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine andere Dorfmission offen haben. Ich glaube, als letztes konnten wir irgendwie, hatte ich 3 aktiv oder sowas. Ich glaube, wir hatten dann die anderen schon abgeschlossen. Ich finde die Wenger, die vor heute fast aushauen wollten. Blut und Honig. Nicht Blut und Wein. So wie im Hexer DLC. Okay. Ah, hier geht's weiter. Die sieht man hier im Dickicht ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Wollen wir das Jagd schon wieder angreifen? Können die blöden Mistviecher mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Okay, der Höhlenbär braucht genauso viele Speere wie ein normaler Braunbär. Also bei beiden muss ich 3 irgendwie halbwegs in den Kopf schmeißen. Hier geht's weiter. Da ist noch was. Wo müssen wir denn hin? Hier. Chill mal, Doggo. Ist doch richtig was los. Oh,
So, dann mache ich den schon mal weg. Können dann das mal machen. Das hier ist kaputt, das hier ist auf jeden Fall kaputt. Und einen schweren Takedown. Du der Erste. Oh, hier gibt's noch was. Na nice. Gib doch her. Kann ich mitnehmen? Wo bist du denn? Hier? Also gefühlt höre ich die Schrei von hier hinten. Okay. Den kann ich mitnehmen. Vielleicht war ich bei anderen zu gierig und das Spiel würde mich, wollte mich nicht lassen. Kopfschuss. Okay, habe ich gemacht. Aber wo ist das jetzt, was ich tun soll? Da ist noch mein Pfeil. Hier ist Blut. Ah, hier ist eine Höhle. Okay. Hallo. Aber weißt du, wie ich heiße? Ja, bist du ein Feini, ne? Blood and Honey haben wir abgeschlossen. Neue Bevölkerung. Mittlerweile haben wir schon eine ganze Menge. Und einen neuen Skillpunkt haben wir. Gut, dann haben wir das gemacht. Dann ab zu diesem Wenger-Armband hier. Da kommst du mit. Beziehungsweise. Kann ich dich als Reittier benutzen? Hier bitte sprinten auch. Also der normale G-Speed ist halt komplett nutzlos. Ich habe ganz viele Pfeile. Was heißt Pfeile? Speere verschossen. Kannst du den mal nicht wegschleppen? Wir haben zu tun. Jetzt ist keine Zeit, um Leichen zu fressen. Jetzt ist Zeit, um Leichen zu erschaffen. Kleine Mammuts wieder unterwegs. Wenger ist hier auch noch. Wahrscheinlich jagen oder so. Ich wollte gerade mich ducken mit C. Aber ich bin abgestiegen. Okay, ich hätte erwartet, dass ich den treffe. Ich hätte erwartet, dass ich den treffe. Halt du Freunde, seid ihr alle tot? Ja. Okay, wo ist das Armband? Ah, du hast ein Schildkröte, ich wollte gerade sagen. Ah, hier beim Speer, nice. Wenger-Armband, erfolgreich geholt. So, das ist ein Schnee-Swalda aus dem Posten. Gut, dann, das heißt, wir haben hier noch was zum Erkunden, was zum Sammeln, was zum Machen, hier noch was zum Annehmen, also hier annehmen, sammeln, töten. Das heißt, ich gehe jetzt nach da. Was hier eine gute Idee ist. Ich finde es gut, dass unser Vieh einfach das meiste einfach abräumte, verschreckt, dass es mich gar nicht erst angreift. Nur manchmal klappt es halt nicht und die denken sich ja trotzdem, den ficke ich jetzt. Aber nicht mit uns. Haben wir was Neues in der Base eigentlich? Ja, haben wir. Muss ich auch mal hinporten.
Wir sagen, nach der Karosch-Mission gehen wir wieder zurück zur Base. Der Warmpelz-Unterschlupf. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich nur von der Karte erkundet haben. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, hier zu versuchen hochzugehen. Obwohl, da oben gibt es was zum Klettern. Das ist doch ganz okay, glaube ich, von der Entfernung. Okay, sind 300 Meter noch. Oder 300 Längeneinheiten. Ich weiß halt nicht, was hier die Längeneinheit ist. Ob die hier mit Metern zählen. Ja, Metern rechnen oder ob das hier irgendwas Komisches ist. Aber es scheint hier entspannt lang zu gehen, indem man hier einfach hochklettert mit den Greifhaken. Ich habe gedacht, wir müssten jetzt komplett irgendwie irgendwelche Wanderwege durch die Berge nehmen. Und dann wäre es wahrscheinlich schneller gewesen, hätte ich mich weggeportet. Aber so würde ich sagen, ist ganz entspannt bisher. Da haben wir nicht hoch anscheinend. Nehme ich mit. Vielleicht gibt Blut von Oras. Anscheinend nicht. Gibbaru. Ich glaube, Blut von Oras dürfte ich auch schon fast voll haben. Also ich bin auf dem Weg. Ah, okay. Das ist die Straße. Ich habe gedacht, ich muss noch weiter hoch. Aber nein, hier ist ja tatsächlich, wo wir hin müssen. Gucken wir mal kurz. Okay, wir müssen einfach nur nach links von der Straße und dann sollten wir ankommen. Und scheint ja irgendwie da oben zu sein. Müssen wir irgendwie so einen kleinen Weg hochfinden. Wäre lustig, wenn das Vieh, also unser Doggo, einfach mal so ein paar kleine Vögelchen also mitnehmen würde. Einfach im, zack in den Mund genommen und für später mitgenommen. Das wäre lustig. Also, ich dachte, der wäre hier vorne. Aber nein. Moment, das ist er ja schon. Ich habe ja schon erkundet, da brauche ich es nicht nochmal machen. Ah, Eskorte. Bei Eskorte weiß ich nicht, ob das jetzt auch so eine Mission nicht direkt startet, weil mit dem Fragezeichen ist immer doof. Also, das ist halt irgendwie nicht einheitlich. Wenn es immer einen anderen Ort markieren würde, wo ich Mission starten kann, würde ich sagen, okay. Verstehe ich, aber manchmal ist es halt so, manchmal ist es halt nicht so. Warum können wir ein paar Ranger retten? Eskorten sind immer ein bisschen blöd, aber es kann natürlich auch sein, dass sie in das Gebiet gehen, wo wir sowieso hinwollen. Dann sind die in Ordnung. Okay, ich würde sagen, wir sammeln erstmal das hier schnell ein. Das war schon die falsche Taste. Ist Ötzi oder was hier? Ja, hau bloß ab. Und dann nehme ich die Kosten mal an, würde ich sagen. Wie viel haben wir? 20 und 25 schon. Nice. Hilf einigen Menschen dabei. Ja, machen wir. Kann ich weglaufen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, bei der müsste. Wenn ich so ein Missionsding schon habe, dann darf ich nicht weglaufen. Natürlich müssen wir jetzt mal zurückgehen. Na egal. Also, mein Plan ist dann erstmal jetzt so viel wie möglich hier noch looten auf dem Weg, die Karosch-Mission zu machen. Dann gehen wir zurück ins Lager, nehmen neue Missionen an, gucken, wir uns hier hinführen, machen die dann vielleicht, wenn sie halt in Gebieten sind, wo wir schon waren. Und dann das Udam-Bollwerk machen. Also, ja. Das ist ja irgendwie der, den wir erobern. Also, wir müssen das Bollwerk erobern und dann wird sich der Chef von denen da anschließen oder wer auch immer es ist. Könnte ein Gefangener sein, aber ich denke mal, es wird irgendein Stärker von dir sein. Hallo. Das wollte ich nicht machen. Dann rede ich mit dir. Eskortiere die Gruppe zu ihrem Ziel. Wo gehen wir denn lang? Gehen wir durch? Nein. Lass ich mich hier wenigstens durch? Okay, das ist voll. Okay, da will ich noch weiter hochkommen. Okay, wir gehen anscheinend hier runter. Wo wollt ihr denn hin? Könnt ihr mir das schon mal sagen? Nee. Ich will erstmal den Bogen nehmen, mit dem kann ich ein bisschen schneller schießen, weil ich einfach mehr Pfeile habe auch. Okay, haut ab. In die andere Richtung. Sagt doch was. Wo ist der Wolf? Nie einfach auf meine Leute zugehen, die ich hier schützen soll. Ja, bei Tierchen ist besser, wenn ich den Speer rausnehme, weil die meisten kann ich halt one-hitten. Bei Leuten ist halt immer schwierig, da weiß ich nicht, wie viel sind. Da nehmen wir den Bogen. Und mit dem Bogen kann ich auch auf den Kopfschuss die meisten töten. Und da ist das halt entspannt. Links runter oder geradeaus weiter? Was meint ihr? Okay, das war mir der richtige Weg bisher. Okay, warum ist hier was Rotes? Soll ich die hier hinbringen? Hier sind wir in der Höhle.
Hier ist die Höhle mit der Höhlenmalerei. Und hier wird wahrscheinlich das zu dem Ding hin. Oder? Ne, wir laufen weiter. Ich dachte, ihr wollt da rechts zu dem Lager. Ja. Okay. Was denn? Ist hier ein Löwe? Der Säbelzahntiger. Wo ist Speer? Ich hab... Ach, okay, der ist da rausgefallen wieder. Ja, habt ihr es bald mal? Ich dachte, ihr wollt nicht so weit weg. Weil ich wollte eigentlich diese Hürde gleich noch machen. Ich dachte, ihr wollt einfach hier hin. Buba. Okay, ja, lauft schon wieder weiter. Bayer Shanti. Der Jaistar Wachtpass. Wahrscheinlich wollen die hier hin, oder? Mensch, da spawnen gerade Udams. Weg. Habt ihr es geschafft oder wollt ihr noch weiter weg? Ihr wollt noch weiter, okay. Also langsam wird's mal in der Zeit. Au. Okay, das ist schon mal tot. Es ist nicht, okay. Ich dachte, es wäre tot gewesen, weil es halt sich auf den Boden gelegt hat. Och, ernsthaft? Also ich hasse sowas. Das ist so eine extrem lange Mission. Am Ende kommt da so ein blödes Nashorn, wollte ich schon mehr sagen. So ein blödes Vieh, Mammut, haut die auf die Fresse und dann ist alles für den Arsch gewesen. Ach, das muss doch nicht sein. Und hier gab es noch einen normalen Weg hoch. Dann kann ich den ja mal gehen, statt wieder da hoch zu klettern. Oh Gott, okay, dann machen wir diesen Part auf jeden Fall nur das da. Also das ist auf jeden Fall echt zum Kotzen, dass es da keinen Checkpoints gibt. Wahrscheinlich soll ich dann einfach zurückbleiben und gar nicht so mit dem Mammut kämpfen, weil ich dachte, ich schlage das Mammut einfach schnell tot, weil ansonsten sterben meine Leute auch. Aber wahrscheinlich soll ich dann einfach ignorieren und ja, die sterben lassen. Also die Udams gegen die kämpfen lassen. Kommt der jetzt oder nicht? Ich hab nicht mehr vergessen, was hier war. Ich glaube, hier kam ein Wolf. Ich glaube, der war das. Dann kam, glaube ich, da vorne gleich irgendwie ein Fight. Nein, wir müssen erstmal runter, ne? Und dann hier lang. Dann waren da, glaube ich, zwei Udam oder sowas. Okay, kommt auf jeden Fall mit. Das schon mal gut. Nur da sind jetzt zwei Udams. Da fällt dann wieder eine Ziege runter. Na, den habe ich immer nicht gelootet. Okay, so bin ich gelootet. Dann waren hier nochmal Udams, genau. So, Splitter Takedown. Da müssen wir jetzt darüber den Säbelzahntiger töten. Nehmen wir noch einen Hirsch mit. Hirschhaut. Hirschhaut habe ich anscheinend nicht voll. Wahrscheinlich vielleicht so wie ich von den töte. Okay, der haut jetzt ab. Oder nicht? Okay, der hat nur zwei gebraucht. Spannend.
Also die kommen jetzt hierher. Okay, Part war viel überzogen anscheinend. Weil das mache ich auf jeden Fall fertig. Außer die Sterben ist, also ich schaff's jetzt nicht, dann würde ich das einfach offscreen machen. Okay, stimmt, das war hier durchlaufen erstmal, genau. Der Joyster Wachpass, da waren noch mal ein paar Udams. Ja, der wartet, dass der trifft, muss ich sagen. Na gut, habe ich ein bisschen daneben geschossen, aber ich dachte, das Auto eben wird schon klappen. Okay, natürlich wissen wir schon, was los ist. Aber ich habe ja auch 99 EP bekommen für das Mammut. Ich dachte, das Mammut ist jetzt auch wirklich tot. Oder 98 EP. Wollt ihr nicht mit dem Mammut kämpfen? Okay, ihr wollt nicht mit dem Mammut kämpfen, hoffe ich. Sag ihm bitte, ihr wollt nicht mit dem Mammut kämpfen. Das ist echt super. Ach nee, lauf zum Mammut. Das gefällt mir weniger gut, muss ich sagen. Aber das Mammut hat anscheinend auch keinen Bock auf uns. Das, okay, ist abgehauen. Das ist perfekt. Danti Weghügel. Ist das jetzt euer Lager, wo ihr hin wollt? Das wäre echt super. Mit den ganzen toten Wenger hier. Vier neue Wenger. Wenger helfen Eskorte. Abgeschlossen. Erfolg. Gut. Nur noch haben wir es. Jetzt bin ich erst viel weiter, als ich eigentlich wollte. Ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Wenger-Armband hier. Dann die Deiche-Hände, die Höhlenmission und vielleicht noch die Höhle machen. Erstmal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.